Kaum einen Kommentar sehe ich so oft unter meinen Videos wie den folgenden. Ich muss mich von Menschen zurückziehen, denn alle sind so furchtbar oberflächlich. Es ist nicht immer genau dieser Wortlaut. Manchmal heißt es auch, ich ertrage die Gesellschaft nicht oder Menschen sind doch alle falsch heutzutage. Ich verstehe, dass da oft der Frust aus den Menschen spricht. Aber ich finde, wenn die meisten von uns ein Problem mit Oberflächlichkeit haben, müssen wir dann nicht auch darüber sprechen, wie groß das Problem wirklich ist? Tiefgründigkeit ist die Suche nach Verständnis und nach Erkenntnissen und nach bedeutsamen Verbindungen. Und Oberflächlichkeit beschreibt das fehlende Bedürfnis nach Tiefgang oder auch einfach nur die Abwesenheit von bedeutsamen Erfahrungen. Das heißt auch, Oberflächlichkeit ist nicht grundsätzlich schlimm. Ich bin sicher, dass die Vieldenker unter euch das Problem kennen werden. In manchen Situationen ist einfach kein Tiefgang gefragt und wer zu viel nachdenkt, wirkt unnahbar oder schüchtern. Und während manch einer diese oberflächlichen Situationen und Erfahrungen einfach so gut es geht vermeidet, gibt es natürlich auch diejenigen, die nicht wirklich drumherum kommen. Auf Arbeit, mit der Familie, vielleicht auch einfach an der Supermarktkasse. In solchen Momenten hat der Vorteile, der locker luftig über etwas sprechen kann, was eben keine größere Bedeutung hat. Diese Fähigkeit zum gehaltlosen Blabla ist auch nicht automatisch ein Zeichen eines schlechten oder oberflächlichen Menschen. Wer möchte, kann sowas lernen und sich dadurch Vorteile im Leben erspielen. Und ich bin nicht hier, um das zu verurteilen. Nur weil jemand in solchen Smalltalk-Situationen glänzt, heißt das noch lange nicht, dass er oder sie kein tiefgründiger Mensch sein könnte. Aber wer einen Drang nach Tiefgründigkeit verspürt, der ist sicherlich genervt von dieser Oberflächlichkeit, die ihn umgibt. Und genauso wie ich Menschen zugestehe, die Oberflächlichkeit gelegentlich mitzuspielen, muss ich auch anderen zugestehen, da meilenweit auf Abstand zu gehen. Das ist nur alles andere als leicht, denn gefühlt ist Oberflächlichkeit überall und Tiefgründigkeit selten. Woran liegt das? Ich habe mir einfach mal 5 große Probleme rausgesucht, die meiner Meinung nach den Mangel an Tiefgründigkeit in der Gesellschaft und vielleicht auch in deinem persönlichen Umfeld massiv beeinflussen. Nein, das ist natürlich keine perfekte Liste. Und ja, Ergänzungen in den Kommentaren sind gewünscht. Ich mache es mir leicht und wähle mal als ersten Grund für steigende Oberflächlichkeit Social Media. Volle Transparenz, mir ist total klar, dass ich damit einfach viele von euch automatisch anspreche. Denn über die Scheinwelt von Social Media und den Einfluss von Influencern beschweren sich so gut wie alle. Jeder, der will, kann online eine Version von sich formen, die gar nicht existiert. Es gibt Influencer-Fotostudios, in denen man so tun kann, als würde man in einem Privatjet fliegen. Teure Luxusartikel kaufen, Fotos machen und sie wieder zurückschicken, ist auch schon lange ein Thema. Oder ganz neu, den Luxus einfach teilen. Viele Menschen tun sich zusammen, kaufen Luxusartikel und reichen sie dann rum, damit jeder mal damit flexen kann. Das sind natürlich Extrembeispiele. Aber auch wenn wir als Privatpersonen nur unsere schönsten Momente teilen, hat das einen verzerrenden Effekt. Ein ganzer Mensch mit all seinen Facetten erlebt viel öden Alltag. Manchmal auch ziemliche Tiefpunkte. Online landet dann aber eher das süße Katzenvideo oder der Urlaubsschnappschuss. Oft wird das sogar noch mit Reichweite belohnt. Es kann also nach und nach verführerischer werden, sich selbst ein wenig zu meißeln und zu formen. Oder aber, es kann nach und nach verführerischer werden, lieber Bilder, Meinungen und Inhalte zu posten, die nirgendwo anecken, sondern von vielen gemocht werden. Die meisten von uns sind gleichzeitig Produzenten und Konsumenten dieser Online-Welt. Auch wenn ich natürlich weiß, dass viele meiner Abonnenten ihren Social-Media-Konsum schon eingeschränkt haben. Nur wenige entfliehen Social Media aber komplett. Und mir tun die Kinder und Jugendlichen furchtbar leid, die es nie anders gekannt haben. Sie lernen von klein auf, dass man sich darstellen muss. Dass ein gutes Online-Bild Erfolg und Anerkennung bedeuten kann. Sie werden vielleicht sogar sehr früh dafür bestraft, wenn sie sich mal nicht so zeigen, wie andere es erwarten. Was bei uns Alten sicherlich in der Schule auch mal passiert ist. Aber eben nicht vor Hunderten, Tausenden oder sogar Millionen von Menschen. Wie übel kann ich es einem Menschen nehmen, der bereits für seine Echtheit bestraft wurde, wenn er sich eine Maske für die Welt aufsetzt, um sich zu schützen? Online wird Oberflächlichkeit nicht nur mit Reichweite belohnt, sie kann auch ein Schutzschild sein. Aber darauf will ich ehrlich gesagt nicht noch weiter rumreiten. Denn
Social Media ist ein sehr offensichtlicher Grund, der leider oft vorgeschoben wird, um andere Faktoren nicht beleuchten zu müssen. Wer glaubt, Social Media ist an allem schuld, der bleibt bei der Ursachenforschung an der Oberfläche. Oberflächlichkeit wird auch im Offline-Leben belohnt. Wer keine Kanten entwickelt und sich nicht zu sehr mit sich selbst, der Welt oder anderen Menschen beschäftigt, der kann ein perfekter sozialer Schmetterling sein. Jemand, der überall landen und überall Anschluss finden kann. Genau wie im Internet schützt das unter Umständen vor Ablehnung und kann sogar Chancen im Leben kreieren. Ob beruflich oder privat. Und Menschen sind nun mal ziemlich gut darin, Verhalten beizubehalten, für das sie schon mal belohnt wurden. Die meisten von uns kennen wohl jemanden, der völlig farblos ist, aber trotzdem sehr erfolgreich. Da sind keine Gedanken über den Sinn des Lebens zu finden, keine starken Überzeugungen. Diese Leute definieren sich eher darüber, wen sie kennen oder was sie besitzen. Vergleiche sind für sie extrem wichtig. Und diese Personen müssen nicht mal schlechte Menschen sein. Sie können hilfsbereit sein und stets höflich bleiben. Aber wenn du eher auf Tiefgang stehst, wirst du dich in ihrer Gegenwart unwohl fühlen. Worüber sie sprechen, interessiert dich nicht. Wie sie mit dir und anderen sprechen, kommt dir vielleicht sogar komisch vor. Klar ist, es gibt auch oberflächliche, schlechte Menschen. Sie meiden nicht nur Echtheit, sie wollen dich auch dafür bestrafen, wenn du nicht mit ihnen auf einer Linie bist. Widersprichst du ihnen, lachen sie dich aus. Dein Erfolg ist für sie ein Misserfolg. Es ist sehr schwer, diese Menschen als Einzelfälle zu sehen. Geht zumindest mir so. Diese Leute sind unendlich frustrierend und sie können uns richtig doll schaden. Aber wenn ich mich ehrlich umschaue, dann sehe ich zwar viel Oberflächlichkeit, aber die wenigsten Menschen sind oberflächlich und böse. Viele scheinen eher Opfer ihrer Umstände zu sein und das Spiel des modernen Lebens irgendwie mitzuspielen. Wenn ich davon spreche, dass viele Opfer ihrer Umstände sind, dann zählt da definitiv die sogenannte Informationsexplosion mit hinein. Ganz vereinfacht steckt hinter der Informations- und Wissensexplosion etwas, was dir hundertprozentig schon aufgefallen ist. Es gibt immer mehr zu sehen, immer mehr zu verstehen und immer mehr zu verarbeiten. Im Normalfall denken wir, dass mehr Wissen gut ist. Aber für Einzelpersonen ist es nicht gerade normal, Wissen über Sport, Technik, Politik, Filme, Serien, Musik, Gesundheit, Fitness und zu haben. Das ist einfach zu viel. Nur wer nicht komplett in die Wildnis zieht, der kommt ja davon auch nicht einfach so weg. Schau dir doch mal eine Woche lang nur die Tagesschau an. Wie viele Themen und wie viele Meldungen sind das? Können wir da wirklich immer mitdenken, mitfühlen und mitreden? Niemand kann erwarten, dass wir zu allem genug wissen, um eine fundierte Meinung zu haben. Tiefergehende Diskussionen zu allen möglichen Themen zu haben, ist daher gar nicht möglich. Nur hält das ja viele nicht davon ab, es zu versuchen. Also entsteht viel Gerede, aber ganz wenig Inhalt. Natürlich auch, weil viele von uns nicht gelernt haben, einfach mal keine Meinung zu etwas zu haben. Das wird nämlich schnell als Schwäche ausgelegt. Wie, du weißt nicht, ob die Schifffahrt oder die Luftfahrt mehr CO2 produziert? Sag mal, woher kommt die Bayern-Krise und wehe, du weißt nicht, wie der Zeugwart von Bayern München heißt, dann kann ich dich auch gar nicht ernst nehmen. Um Himmels Willen, wie kann man denn keine Meinung zum Pride Month haben? Bescheidenheit würde uns allen guttun. Sätze wie, darüber weiß ich nicht genug oder dazu habe ich noch keine Meinung, müssten eigentlich jeden Tag von uns gesagt werden. Denn ja, selbst als tiefgründiger Mensch kann es uns sonst passieren, dass wir über Dinge sprechen, ohne wirklich was zu sagen zu haben. Einfach, um mitzumachen. Oder weil wir uns eben auch mal selbst überschätzen. Das ist nicht das Ende der Welt. Nur ist es eben ein zusätzlicher Grund, warum uns alles so furchtbar oberflächlich vorkommt. Wer mitreden will, soll zu allem eine Meinung haben. Und wer zu allem eine Meinung hat, der muss entweder Vollzeit-Themen aller Art recherchieren und nichts anderes mehr tun, oder eben einfach irgendwas sagen. Ein erstes Gefühl wird direkt zu einer Meinung. Oder es wird einfach nachgeplappert, was andere sagen. Ganz prekär wird es, wenn wir nicht mal mehr über etwas diskutieren, sondern eine Meinung entwickeln, nachdem wir eine Überschrift gelesen haben. Wieso lassen wir uns dazu immer wieder verleiten, obwohl wir es eigentlich besser wissen? Wann hast du genug Zeit, dich und dein Umfeld tiefergehend zu verstehen? Selten, oder? Meist hetzen wir von einer Sache zur nächsten. Mal sind es Probleme, aber manchmal ja auch schöne Dinge. Doch auch wer sein Leben mit vielen schönen Ereignissen füllt, kann es verpassen, mal etwas Tiefe zu spüren.
Damit will ich einfach sagen, Stress ist ein viel zu selten betrachteter Faktor, wenn es um Oberflächlichkeit geht. Denn wenn wir unter Spannung stehen und nicht ausgeglichen sind, dann sind wir einfach nicht die beste Version von uns selbst. Und nein, ich meine das jetzt nicht im Stile eines Motivationsgurus oder TikTok-Mental-Health-Experten. Die beste Version von uns selbst ist die, die authentisch ist und es gleichzeitig schafft, Rücksicht auf andere und sich selbst zu nehmen. Nur ist das nachweislich schwerer, wenn wir uns überfordert fühlen. Stress kann uns weniger empathisch machen. Stress kann unsere Entscheidungen weniger logisch machen. Stress kann unsere Emotionen durcheinander wirbeln. Ich will an diesem Punkt gar nicht versuchen, die größten Stressauslöser aufzuzählen. Ich will auch nicht irgendwelche gesellschaftlichen Veränderungen anstoßen. Aber für Tiefgründigkeit, Vernunft und Empathie brauchen wir eine gewisse Grundzufriedenheit und Grundgesundheit. Das fehlt einfach vielen. Und auch wenn ich mir dann mehr Tiefgründigkeit und Besonnenheit in der Gesellschaft wünsche, kann ich als jemand mit freier Zeiteinteilung, mit relativ guter Gesundheit, ohne Kinder, die es zu versorgen gilt, wirklich grundsätzlich mehr Tiefgang von anderen einfordern? Ist es nicht sogar ein bisschen weltfremd zu glauben, andere müssten sich nur mal etwas anstrengen, um nicht an der Oberfläche zu bleiben? Ich denke ja, das Thema ist komplexer und zur Tiefgründigkeit gehört dazu, nicht alle über einen Kamm zu scheren. Du willst abnehmen? Mach einfach Keto. Du willst reich werden? Mach einfach Dropshipping. Du willst die große Liebe finden? Mach einfach einen Kurs. Versprechungen gab es schon immer. Genauso wie Menschen, die sich als Anführer bezeichnen und anderen versprechen, schon zu wissen, wie der Hase läuft. Nur hat das Internet diesen Effekt natürlich nochmal enorm verstärkt. Heutzutage gibt es ein Überangebot an Menschen, die uns sagen, wir müssten ihnen nur folgen, dann wird schon alles gut. Viele von ihnen sind dabei auch noch meisterhafte Manipulatoren. Gestresste, überforderte Menschen treffen also auf Meister der Redekunst. Ich persönlich kann niemanden ernst nehmen, der behauptet, er hätte einen Weg gefunden, der für alle funktioniert. Ob es um Selbstbewusstsein, Abnehmen, finanzielle Freiheit oder sonst was geht. Wer glaubt, jedem auf die gleiche Art helfen zu können, sieht Menschen nicht als Individuen. Und das finde ich ziemlich verwerflich. Und es ist natürlich auch extrem oberflächlich. Aber diesen Menschen zu folgen und einfach ihre Meinung zu übernehmen, ist eben verführerisch. Das war es schon immer. Und es ist nicht nur ein Online-Effekt. Wir übernehmen oft die Meinung unserer Familie oder unserer Freunde. Das ist nicht immer schlimm. Aber wenn wir uns die Meinung und Überzeugung nicht aktiv herausgearbeitet und sie nicht unter Druck getestet haben, sind sie eben oft oberflächlich. Warum bist du Fan vom Hamburger SV? Weil deine Freunde es sind. Warum gehst du ins Fitnessstudio? Weil macht man eben so, um gesund zu bleiben. Wieso wählst du die FDP? Weil Mama und Papa das so sagen. Ich möchte hier nicht abwertend von Mitläufern sprechen. Die meisten von uns sind auf die eine oder andere Art Mitläufer. Es hat ja auch nicht immer negative Konsequenzen. Es kann gut sein, dass du aus Prinzip mal zum HSV ins Stadion gegangen bist und dann tief in deinem Herzen auch erkannt hast, dass du die zweite Liga viel besser findest als die erste. Uns zunächst an andere zu orientieren, ist legitim und einfach menschlich. Und oft ist es auch der Ausgangspunkt für tiefergehende Überzeugungen, Gedanken und Beziehungen. Aber na klar ist es für uns frustrierend, wenn wir mit anderen sprechen oder gar engen Kontakt haben und sehen, dass sie grundsätzlich nur mitmachen und wenig mitdenken. Das wirkt nun mal oberflächlich. Deshalb stellt sich jetzt für mich die Frage, wie kann ich verhindern, dass ich in dieselben Fallen tappe? Wie kann ich mein Leben und mein Selbst vor Oberflächlichkeit schützen? Die Welt im Internet ist nicht die echte Welt. Ja, weißt du schon, weiß ich auch schon lange. Aber komm schon, sei mal ehrlich. Passiert es dir nicht auch, dass deine Stimmung von dem beeinflusst wird, was du online siehst? Wir sind online einfach kein kompletter Mensch. Dinge werden missverstanden, Gräben werden gezogen, falsche Informationen geteilt und Emotionen manipuliert. Jeder will online deine Aufmerksamkeit. Diejenigen, die professionell Inhalte kreieren, wollen in erster Linie deinen Klick. Und diejenigen, die nur zum Spaß hier sind, wollen dein Like oder deinen Kommentar. Es geht immer um eine Reaktion. Und vielen Menschen ist leider egal, ob das dann eine positive oder negative Reaktion ist. Ist es da wirklich ein Wunder, dass uns alles oberflächlich hervorkommt? Du stehst online niemandem aus Fleisch und Blut gegenüber. Du siehst nicht, wie sich seine Haltung verändert, wenn du was Gemeines sagst. Du siehst nicht das Lächeln, wenn du nett bist. Du hörst auch nicht den Ton in der Stimme, der dir sagt, dass jemand gar nicht hundertprozentig von was überzeugt ist, sondern sich seine Meinung erst noch bildet. Das Internet und Social Media sind in vieler Hinsicht gut. Zum Vernetzen, zum Teilen von Wissen, zum Knüpfen von Verbindungen.
Aber vielleicht hätten wir uns etwas mehr Zeit lassen sollen, um mit dem Internet zu wachsen und auch digitale Kommunikation halbwegs vernünftig zu meistern. Online wirken selbst tiefgründige Menschen oft oberflächlich. Also pass bitte auf, wie sehr du dein Menschenbild von Social Media abhängig machst. Weitere Möglichkeiten, um sich von der schnelllebigen Welt nicht zu Oberflächlichkeit hinreißen zu lassen, sind Achtsamkeit und Neugier. In einem Moment zu verharren, alles wahrzunehmen und zu verarbeiten, dafür nimmt sich kaum noch jemand Zeit. Doch wer sich diese Zeit nicht nimmt, wird sicherlich auch keine tiefgründigen Gedanken entwickeln. Du könntest also theoretisch aus einem oberflächlichen Gespräch selbstständig ein tiefgründigeres machen. Zum Beispiel, indem du nicht das Thema wechselst, sondern nachfragst. Mag simpel klingen, aber wenn jemand das Wetter als Gesprächsthema anstimmt, dann frag doch mal, welches Wetter dein Gegenüber am liebsten mag. Oder welche Jahreszeit. Das wird dann sicherlich nicht das schönste Gespräch aller Zeiten, aber du lernst vielleicht etwas über die Vorlieben und Abneigungen deines Gegenübers. Oder du hinterfragst eben, warum sich jemand über sein Aussehen, Einkommen oder die Followerzahl definiert, ohne gleich auszuteilen und dann dich zu machen. Eigentlich hat sich die erste Hälfte dieses Videos ja genau damit befasst. Einfach mal unter die Oberfläche gucken, woher denn typisch oberflächliche Verhaltensweisen so kommen. Das mischt andere jetzt nicht sofort tiefgründig, aber im Zweifel siehst du deine Umwelt eben komplexer. Und du hast damit auch die Chance, Fehleinschätzungen zu vermeiden. Manchmal wirkt jemand oberflächlich, ist es aber gar nicht. Indem du nicht sofort ein Urteil fällst, bekommst du die Chance, diese Menschen besser zu verstehen oder sogar kennenzulernen. Ich glaube, da kommt jetzt einfach meine introvertierte Natur wieder durch, denn Beobachtung ist ein so wichtiger Teil des Lebens. Und sie gibt uns eben die Chance, unsere Mitmenschen, aber auch uns selbst besser zu verstehen. Meiner Meinung nach ist das ein ziemlich wichtiger Grundbaustein für Tiefgründigkeit. Du merkst schon, es geht jetzt weniger darum, Oberflächlichkeit von anderen zu vermeiden, sondern eher darum, bei uns selbst anzusetzen. Denn noch schlimmer als eine oberflächliche Welt ist eine oberflächliche Welt, die uns in ihren Bann zieht. Damit das nicht geschieht, müssen wir auf Folgendes achten. Wir sollten von anderen lernen, ihnen aber niemals blind folgen. Es ist mir zu einfach zu sagen, dass man das, was andere sagen, einfach ignorieren soll. Ich sehe das leider immer wieder. Alle anderen sind ja so doof und oberflächlich, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ja gut, aber wenn angeblich alle nur oberflächlich sind, dann ist das eine ziemlich oberflächliche Einschätzung deiner Umwelt, oder? Stattdessen müssen wir uns eben die Mühe machen, genau hinzusehen. Wer sich komplett abschottet, der kann auch nicht mehr von anderen lernen. Solltest du einfach so Finanztipps von Influencern nachmachen? Natürlich nicht. Was ist mit Fitnesstipps von dieser einen Kollegin? Nee, lieber Vorsicht walten lassen. Aber ein Menschenleben ist ein Projekt. Wir sind nicht irgendwann mit 25, 30 oder 40 plötzlich fertig und wissen alles und können alles und verstehen die Menschen auf den ersten Blick. Nein, wir müssen weiterhin an uns arbeiten. Und da hilft es enorm, wenn wir weiter zuhören und offen bleiben. Das hat natürlich Grenzen. Wir kommen gleich noch zu dem Punkt, an dem ich dir sage, dass du oberflächliche Menschen auch einfach mal in den Wind schießen musst. Aber das sollte nicht unsere erste Reaktion sein. Wer sich über die ach so oberflächliche Gesellschaft beschweren will, der sollte, meiner Meinung nach zumindest, den Anspruch haben, selbst nicht oberflächlich zu sein. Ich habe es vorher schon mal angesprochen. Der klarste Hinweis auf Oberflächlichkeit ist für mich, wenn jemand nicht zugeben kann, dass er etwas nicht weiß. Bescheidenheit scheint irgendwie aus der Mode gekommen zu sein. Glaub mir, wenn du nie mit bescheidenen Menschen rumhängst, fehlt dir was. Da viele unter Schüchternheit und fehlendem Selbstvertrauen leiden, hat sich so ein bisschen die Forderung durchgesetzt, man müsste einfach mal machen. Weniger nachdenken, weniger zweifeln. Bescheiden sein ist ein Hindernis. Bis zu einem gewissen Punkt gehe ich da auch total mit. Wer gehemmt ist und sich dadurch eingeschränkt fühlt, der sollte schauen, was er verändern kann. Aber wer nicht unter Schüchternheit leidet, der darf sich auch weiterhin selbst einen Filter auferlegen. Sich selbst zu filtern und nicht alles zu sagen, was man so denkt, hilft dabei, nicht nur was zu sagen, um nicht zu schweigen. Ein Großteil meiner Wahrnehmung von Oberflächlichkeit kommt davon, dass ich passiv Gespräche bemerke. In der Bahn, im Supermarkt, auf YouTube, Instagram. Was ich da höre bzw. lese, ist oft öde. Aber ich trage jetzt auch dann nichts dazu bei, wenn ich mich lautstark darüber aufrege, wie öde doch alle sind. Ich halte einige Dinge zurück, um nicht selbst zum Teil des Problems zu werden.
Stattdessen nutze ich meine Energie eher für die Menschen, mit denen ich tiefgründige Gespräche führen kann. Je häufiger ich mich mit diesen Personen umgebe, umso mehr korrigiert sich auch mein Bild von Menschen allgemein. Ich habe es persönlich noch nicht geschafft, wirklich daran zu glauben, dass sich die Gesellschaft in die richtige Richtung entwickelt. Aber ich bin noch nicht ganz so fatalistisch eingestellt, nachdem ich mich mit Freunden getroffen habe oder nachdem wir mal wieder eine coole Diskussion auf Discord hatten. Wir werden von unserem Umgang nun mal geprägt. Und wenn ich weiterhin Tiefgründigkeit im Leben haben möchte, dann hilft es, dass meine Freunde alle in der Lage sind, ihre Grenzen anzuerkennen und auch mal zu sagen, dass sie keine Ahnung haben. Ich kenne sogar Leute, die können zugeben, wenn sie falsch gelegen haben. Wahnsinn, oder? Ich sage es nochmal. Gib Menschen Zeit, die ihre tiefgründigen Seiten zu zeigen. Hinter all den Problemen mit Stress, Social Media und Mitläufertum wartet ja die Erkenntnis, dass viele eigentlich mehr zu bieten hätten. Ich kann dich nicht zwingen, dabei jedem drauf zu warten. Manchmal wartet man ja auch vergeblich. Doch vielleicht müssen diejenigen von uns, die Tiefgründigkeit dringend für ihre Zufriedenheit und ihr Glück brauchen, dann eben einfach mehr investieren. Denn was ist auch die Alternative? Einfach alle abschreiben und auf tiefgründige Bindungen und Gespräche verzichten? Das will ich wirklich nicht. Aber, auf diesen Punkt werden einige gewartet haben. Oder sie sind schon lange nicht mehr dabei, weil sie eigentlich nur hören wollten, wie furchtbar alles ist. Also jetzt wirklich. Weg mit denen, die dich anhand von bescheuerten Dingen bewerten. Wahrscheinlich hast du das längst gemacht, wenn du diesen Kanal gefunden hast, aber es muss nochmal gesagt werden. Wer dich schlechter behandelt, weil du anders aussiehst, kann weg. Wer dich auslacht, wenn du nicht genug Luxusartikel hast, kann weg. Wer dich nur gut behandelt, wenn du ihm oder ihr einen Vorteil bringst, kann weg. Ich bin absolut dafür, dass wir Menschen eine Chance geben, uns auch ihre interessanten, komplexen Seiten zu zeigen. Aber ich bin genauso dafür, dass wir Menschen anhand ihrer Taten und Aussagen einschätzen. Und wenn uns jemand immer wieder auf oberflächlichste Art beurteilt, dann muss auch Feierabend sein. Wir haben nur begrenzt Zeit auf diesem Planeten. Und wenn du erkannt hast, dass dich Oberflächlichkeit ankotzt, musst du dringend was unternehmen. Du musst derjenige sein, der Grenzen zieht. Das kann schwierig sein, denn nicht jeder oberflächliche Mensch ist auch toxisch. Wenn dir jemand sagt, du kannst nicht zu einer Party kommen, wenn du keine Gucci-Bag hast, ja, dann wird dir früher oder später schon klar, dass du schlecht behandelt wirst. Aber auch die netten, oberflächlichen Menschen können dich zermürben. Obwohl sie dich nie beleidigen und nie was Unmögliches einfordern, fühlst du dich in ihrer Gegenwart einfach unwohl. Da darfst und sollst du auf Abstand gehen. Ob komplett oder nur in Teilen, ist dir überlassen. Alles, was ich dir hier sage, ist ohnehin nur ein Anstoß. Nur sehe ich eben, wie viele Menschen darunter leiden, dass sie nicht genug gehaltvolle Kontakte und Gespräche haben. Sie wollen mehr, suchen nach Sinn und stoßen auf sprunghafte Menschen und trivialen Alltag. Ich denke, wer ein inneres Bedürfnis nach diesen bedeutsamen Erfahrungen hat, der kann krank werden, wenn sie ihm fehlen. Somit möchte ich dir zum Abschluss vor allem mitgeben, dass du damit nicht allein bist. Es mag schwer in Worte zu fassen sein, warum Oberflächlichkeit so weh tut. Aber das Gefühl ist echt. Und es kommt häufiger vor, als du denkst. Und auch wenn Oberflächlichkeit überall zu sein scheint, gibt es sie, die interessanten Menschen, Gespräche und Erfahrungen. Bitte hör nicht auf, danach zu suchen. Puh, längstes Kanal auf dem Video bisher? Wenn du jetzt noch dabei bist, wow! Solltest du noch die Zeit und Energie haben, deine Erfahrungen und Gedanken zum Thema zu teilen, also ob Oberflächlichkeit oder Tiefgründigkeit, ist mir egal, dann wäre das praktisch wie bunte Streusel auf einem Eisbecher. Das muss auch nicht sofort sein, das Video bleibt ja online und vielleicht hast du in den nächsten Tagen oder Wochen nochmal Gedanken, die du in den Kommentaren teilen möchtest. Vielen Dank an meine treuen Patreon-Unterstützer und hallo an all die neuen Abonnenten aus den letzten Wochen.